Ja, hallo meine Lieben, hier ist mal wieder Sabine mit einem Video aus der Reihe Igitt vegan. Wie ihr ja alle wisst, ist es heutzutage wirklich schwierig, irgendetwas zu essen zu finden, was nicht vegan ist. Und wir wissen ja alle, der Mensch ist immer schon ein Fleischesser gewesen, was man hier auch an den Fangzähnen sehen kann und auch in unserem Gedärm und muss unbedingt weiter Fleisch, Milchprodukte und andere tierische Dinge essen. Mittlerweile ist es ja wirklich so schlimm, dass so viele Produkte in vegan umgestellt werden, dass man gar nicht mehr weiß, was kann man essen und was nicht. Also einfach ist es bei den Sachen, die wirklich mit Absicht vegan produziert wurden, zum Beispiel der Käse von Simply Vida, steht glaube ich insgesamt 7-mal vegan und rein pflanzlich drauf. Da kann einem nichts passieren, da braucht man einfach nur mal grob auf die Packung gucken, fertig. Andere Sachen sind weitaus schwieriger. Und da wollte ich euch heute einfach mal helfen, hier zu sehen, was ihr essen könnt und was nicht. Weil es sind wirklich Tücken, da kommt ihr überhaupt gar nicht drauf. Tücken, nicht? Also zum Beispiel hier diese Pringles, ne? Die Original Pringles, ne? Also man denkt, das sind einfach so Chips, ne, und richtig schön mit tierischen Produkten, was auch immer, ne, da drin. Aber diese Pringles, jedenfalls diese normale Sorte, die Original, die sind vegan. Nicht? Also könnt ihr nicht essen. Also auch Salzstangen, Erdnussflips und so weiter, wenn überhaupt, dann nur in Schwarzsauer getunkt. Falls ihr nicht wisst, was Schwarzsauer ist, fragt eure Oma, die weiß es. Nicht? Also das ist ganz, ganz schlecht. Also bei Chips, auch bei solchen hier, die es auch manchmal im Kino gibt, ganz doll aufpassen, besonders bei den Dips. Die Dips sind hier oft so tomatig oder Paprika, sowas. Ganz, ganz schlecht. Also ist nichts Tierisches drin. Also wirklich ganz, auf jeden Fall weglassen. Wer gerne nascht oder gerne Lakritze isst, isst ja zum Beispiel auch gerne hier mal so salzige Heringe. Ja, da gibt es ja von Katjes, da gibt es auch andere schöne Produkte von Katjes. Ja, das denkt man. Aber Leute, da sind weder gemahlene Knochen noch Schlachtabfälle drin. Also wirklich nicht kaufen, sondern dann nehmt ihr die andere Marke. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Einfach davon alles weglassen. Generell muss man aufpassen, es gibt auch viele Süßigkeiten, wo man erst nicht drauf kommt, wo dann einfach hier nichts drin ist vom Tier, nicht? Also kann man auf keinen Fall essen. Hier auch diese Junior Mints sehen ganz harmlos aus, aber die sind vegan. Genau wie diese Nonpareils, ne? Sehen auch aus so irgendwie völlig ja, harmlos, nicht? Wie diese Kekse, also die Schokoladen, die man früher auch zu Weihnachten auf dem bunten Teller hatte, sind vegan, bitte nicht essen. Also wir wollen ja wirklich auch weiter darauf achten, dass wir Arterienverkalkung und Diabetes und so die Stirn bieten, indem wir das weiter verzehren. Ja, also das sind so einige Sachen, die man nicht essen darf. Weiter ist es Brot. Brot ist ganz kritisch, vor allem in Deutschland, nicht? Also Schwarzbrot zum Beispiel, unser Vollkornbrot, müsst ihr immer nachfragen, ob da wirklich auch was vom Tier drin ist, weil die meisten Vollkornbrote sind vegan. Genau wie diese Knäckebrote hier von Vasa. Also Vasa ist da ganz vorne mit dabei, uns hier einfach vegane Sachen unterzujubeln. Aber auch dem Knäckebrot von Ikea kann man nicht trauen. Das ist nämlich auch vegan. Also auf keinen Fall essen. Auch schwierig ist Toastbrot. Das ist fast immer vegan. Deshalb fällt also hier das Peanut Butter Jelly. Also Peanut Butter fällt sowieso weg. Vegan. Jelly, Marmelade fällt auch weg. Könnt ihr also auf keinen Fall essen. Ich habe aber einen Tipp für euch. Ihr könnt da noch Hackfleisch reintun. Ne, das ist wirklich, also schmeckt dann super und achtet bitte darauf, dass ihr das Hackfleisch nehmt, was im Laden schon mal umgepackt und bestrahlt wurde, damit man nicht mehr sieht, dass es blau ist, weil wir wollen ja auch weiter verwesende Leichname essen. Also bitte Hackfleisch in das Peanut Butter Jelly Sandwich. Ja, es gibt noch viele andere schöne Sachen, zum Beispiel die Oreo-Kekse. Man macht die so auf und denkt, oh lecker, Milch, ne, geil, ne? Aber ist keine Milch, die Dinger sind vegan. Also es gibt auch eine Sorte, die ist nicht vegan, da ist Milchpulver drin, ich weiß nicht welche, aber diese sind leider vegan, tut mir leid. Genauso auch die Manna-Waffeln. Die sind ja wirklich lecker, aber die sind vegan. Steht aber mittlerweile wenigstens drauf. Also die versuchen einem das nicht unterzujubeln. Ne? Wie zum Beispiel bei diesem Ketchup. Da sieht das anders aus, nicht? Also Ketchup ist leider vegan und Senf zumeist auch. Man kann aber darauf achten, dass man Senf kauft, der mit Essig gemacht wurde, der zumindest mit Gelatine geklärt wurde. Dann ist man da auch wieder auf der halbwegs sicheren Seite. Es ist wirklich nicht einfach. Deshalb wollte ich euch das heute alles nochmal so zeigen. Es geht auch noch weiter. Zum Beispiel, ihr geht ja bestimmt auch mal zum Italiener, trinkt euren Espresso und dann sind da diese leckeren Kekse dabei. Diese leckeren Kekse, die sind ja wirklich der Hit, aber Leute, die sind vegan. Also fällt flach. Also könnt ihr nicht essen. Ihr könnt ja nach was anderem fragen. Irgendwas werden die sicher haben, was nicht vegan ist. Genau wie die Creme, die da auch zugehört, ist leider vegan, fällt flach. Na, also könnt ihr auf keinen Fall essen. Was ihr natürlich gar nicht essen könnt, ist Obst und Gemüse oder auch Nüsse. Das, also man kann es natürlich irgendwie aufpeppen, indem man noch meinetwegen eine Eitersoße drüber macht, also eine Sahnesoße sozusagen, wo dann in so einem Liter auch mal 7 Eitertropfen drin sein können. Dann seid ihr auf der sicheren Seite, also immer schön mit Sahnesoße obendrauf, dann seid ihr ganz, ganz vorne dabei. Bei Brot wollte ich noch dazu sagen, wirklich immer darauf achten, Brötchen zu kaufen, die ordentlich glänzen, weil dann sind oben auch gemahlene Schweineborsten drin, damit die so glänzen, das ist auch wichtig. Also wirklich darauf achten, zur Not einfach mal nachfragen im Laden. Was natürlich auch nicht geht, Nudeln mit Tomatensoße. Also weder Pomodoro noch Arrabbiata. Da müsst ihr wirklich danach fragen, dass ihr wirklich was bekommt, wo Tiere drin sind. Pommes sind auch passé, also keine Pommes. Pommes sind total out. Schlimm ist natürlich auch, dass es so Sachen gibt wie Pop-Tarts, wo die Leute dann denken, es steht drauf, kann Milchprodukte enthalten. Das heißt aber nur kann, das bedeutet nur, es wurde in einer
Fabrik produziert, wo halt auch Milchprodukte verarbeitet wurden. Das reicht nicht aus, das ist trotzdem immer noch nicht unvegan. Also bitte wirklich darauf achten, dass da steht, dass es enthalten ist und nicht nur kann Spuren von, das geht nicht. Ja? Auch wegfallen tun natürlich diese leckeren Ricola. Nein, also geht auch nicht, also nix, also könnt ihr auch nicht essen. Es ist wirklich schwierig mittlerweile, wirklich. Also ich muss sagen, es ist schwierig, was zu finden, was man noch essen kann. Beim Essen ist ja schon eine Sache, aber auch zum Beispiel bei Getränken. Also Weine gibt es mittlerweile welche, die sind wirklich geklärt, ohne Gelatine, ohne Casein, ohne Hausenblase und ohne Blutmehl. Da müsst ihr darauf achten, dass ihr irgendwas kauft, wo das benutzt wurde. Also nichts Bio und nichts irgendwie Teureres von irgendeinem schönen Weingut, sondern am besten irgendeine billige Plörre, da ist das dann eher wahrscheinlich, dass es drin ist. Ja, Bier, ne? Bier ist auch schwierig, nicht? Also wenn ihr Bier trinkt, das nach deutschem Reinheitsgebot gebraut wurde, dann ist es natürlich Mist, weil das ist dann vegan. Also kauft am besten irgendwie dieses belgische, wo das auch noch aromatisiert ist, also was kein richtiges Bier ist, da seid ihr auch auf der sicheren Seite. Ja, ich muss mal gucken, ob ich hier noch was habe. Ja, fies sind natürlich auch so Sachen wie diese Marshmallow-Creme. Da geht man ja echt davon aus, da sind Eier drin, ne? Das ist doch, sieht doch aus wie geschlagenes Eiweiß. Muss ich euch enttäuschen, ist auch nicht unvegan, also könnt ihr auch nicht essen. Kaffee-Tee fällt sowieso flach, ne? Also kann man auch nicht zu sich nehmen. Und ja, das ist wirklich eine ganz schwierige Geschichte. Und es ist ja nicht nur so, dass ihr irgendwie nichts mehr essen könnt, ne? Sondern es ist ja sogar so, dass ihr auch nichts mehr anziehen könnt. Ne? Also ihr müsst darauf achten, keine Baumwolle, keine Viskose, am besten halt Seide oder Wolle vom Schaf oder auch Leder und Pelze. Leder und Pelz sind ganz natürliche Kleidungsstücke, die nur mit 23 verschiedenen Chemikalien behandelt wurden, damit sie nicht weiter verwesen, weil sie die Haut eines Tieres sind. Also das sind so die Tipps, die ich euch heute mal geben wollte, nicht zum Thema Igitt vegan, weil es ist wirklich immens wichtig, dass ihr darauf achtet, niemals etwas Veganes zu essen. Nicht? Also nicht, dass euch jemand da mal fragt, ne, esst ihr vegan? Ihr müsst ja den vollen Herzens sagen können, nein, niemals. Nicht? Also wie gesagt, hier ja, Banane fällt flach, aber wie gesagt, man kann sie in Schinken tauchen, dann geht es wahrscheinlich. Ja, meine Lieben, das war eigentlich das, was ich euch sagen wollte. Ich hoffe, ich kann euch damit jetzt helfen oder habe euch damit geholfen. Ich werde demnächst noch weitere Produkte, die zufällig vegan sind, rausfinden, um euch davor zu warnen, weil es ist ja wirklich nötig, dass gewarnt wird. Ich wünsche euch einen schönen Tag und Arterienverkalkung, ich komme.